No, hey, ihr seid nicht für den Reaction-Content hier, sondern ihr seid für das knallharte League of Legends-Gameplay hier. Nicht wahr? Ihr wollt es doch auch sehen. Haben sie das Geodreieck schon aus? Aber ich hab's schon hier liegen, ja. Ich hab's schon hier liegen, gar kein Problem. Wait. Warum habe ich MR-Runen dabei gegen Jace? Well, that's not very good. Danke an Just Kindred OTP, Sauvegan und Nitro Skrillex. Will Vel'Koz lernen, wann hat der Champ seinen Power Spike Level 1? Nee, also du bist Level 3, kannst du gut anfangen zu poken, wenn du eine Rotation triffst. Slow into EW ist sehr, sehr stark und normalerweise geht es dann aber erst richtig los mit Level 6, mit Level, also sobald du deinen Laser hast, weil du dann hast du extrem krass All-In-Potenzial halt. Gegen die Talia ging es ja, gegen die Talia ging es, sollte man jetzt ziemlich sicher sein, ja, das stimmt. Reaction for you, Sir. Yo, wenn es mit League of Legends nicht mehr klappt, werde ich react. Wie findet ihr denn meinen Reaction-Content? Aber ich muss auch sagen, Reaction-Content ohne Kamera ist, glaube ich, schon sehr speziell. Damit man nicht mal die Reaktionen vom Gegenüber sieht. Danke an Seijin-Lol für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Oh, fast hätten wir ihn am Gürtel gehabt. Fucking go, Baby. Selten, dass man Midlane-Jace sieht. Ist aber gar nicht so schlecht, nehme ich an. Sometimes. Bitte zock einfach weiter. Du, ich habe nicht vor. Wir müssen halt zwischen die Queue-Zeiten was finden, weil aktuell sehr, sehr viel geghostet wird. Und meinen Teammates werden immer die Champions weggebannt, weißt du? Das heißt, ich muss praktisch meine Lobby verstecken. Das heißt, wir brauchen irgendwas für zwischen die Games, brauchen wir. Weil ich muss halt meinen Teams die Möglichkeit geben, ihre Champions zu picken, weißt du? Der Kit-Draft gegen Hertha ist so gut. Wait, spielt heute Kit gegen Hertha? Das ist ein Banger, by the way. Das ist das aktuelle Top-Game in unserer Liga. Das ist das aktuelle Top-Dings. Ich glaube, Kit steht aktuell auch 4 zu 0, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ein anderes. Oh ja, das können wir auch machen. Wenn ihr coole Ideen habt für so Minigames für dazwischen, dann können wir so Minigames spielen, wenn ihr Lust habt. Da kann ich so ein kleines Steam-Game oder so, kann ich runterladen. Das können wir auch sehr, sehr gerne machen, wenn ihr wollt. Es. Oh no. Oh no, das ist einer der stärksten Early Game Champions im Spiel. Okay. Okay. Wait, das hat geklappt für uns. Holy shit. Elden Ring. Ich glaube, Elden Ring ist kein Spiel, wo du einfach mal so kurz anschmeißt. Außerdem bin ich fertig mit Elden Ring. Obwohl, eigentlich würde ich gerne Melanki noch töten einmal. Ich würde super, super gerne einmal Melanki gekillt haben. So. Puppet kommt ein neues DLC raus. Ist das schon draußen oder kommt das erst raus? Oh mein Gott, wir wurden so zerstört, ja. Das war sehr, sehr bad für uns leider.
Ja, du warst sehr, sehr bad. Wer ist Melanki? Das ist die angeblich schwerste Elden Ring-Fight im Game, soll das sein. It's a temple of love. Meinst du, NNO kann den Aufstieg schaffen? Ich meine, spielerisch können wir es, glaube ich, schaffen, ja. Also, zumal, ich glaube, Kit kann nicht aufsteigen. Dementsprechend, die sind ja aktuell Platz 1 in der Tabelle, aber die können meines Wissens nicht aufsteigen. Oh mein Gott. Er hat da perfekt gespielt und ist trotzdem tot. Er war so gut. Wow, neue Plätze. Da war so gut von ihm. Respekt. Muss man wieder basen hier. Wo bin ich gerade stehen geblieben? Also ich glaube, wir können. Spielerisch haben wir das Potenzial aufzusteigen, aber wir müssen uns natürlich klar noch verbessern. Ne? Also das ist ganz, ganz klar. Wir müssen uns noch verbessern, aber wir können es spielerisch schaffen. Das Problem ist, dass eine leider sehr ernste Möglichkeit, die besteht, ist, dass wir nicht aufsteigen dürfen seitens Riot Games. Also das ist leider eine sehr, sehr ernste Realität, dass wir wahrscheinlich gar nicht weiter spielen dürfen, weil wir in erster Linie Streamer sind und das könnte Probleme geben. Leider. Also wir müssten uns praktisch entscheiden, also wir dürfen schon spielen, ne? Ganz klar, aber wir müssten uns entscheiden, unsere Streams halt aufzugeben dafür und das wird keiner von uns machen. Das wird keiner von uns machen. Ja. Mal gucken, was da passiert. Oder wie das weitergeht. Also Stand jetzt haben wir sehr, sehr wenig Informationen. Aber es könnte halt passieren. Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Game hier als nächstes. Das ist das anscheinend ein sehr, sehr schweres. Oder wenn er gleich mitläuft, ist er tot. Oh, gut. No tilt. So. Denkst du, Kani würde es vielleicht machen? Wie meinst du, Kani würde es machen? Der Ding ist leider sehr, sehr gut im Game, der Jace. Ich würde gerne den Turret hier haben, wenn ich darf. Keiner von denen kann gerade in Mitte sein, außer der genische AD-Carry vielleicht, aber der wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt hier mit reintauchen, ne? Oh, jetzt langsam können dann die Talia dazu kommen. Sucks. Aber das ist tatsächlich super worth, wenn er die killt. Nice, good job. Job. Es hat kein Flash mehr auch. Ich war so knapp davor, die einfach zu töten da, ne? War sehr, 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 sehr knapp für sie. Wenn ich noch wegkomme, also wenn sie keinen Flash hat, dann kann ich mich einfach umdrehen, kann den Laser anwerfen und sie ist tot, weil sie gestackt ist.
Okay. Also Toplane läuft sehr schlecht. Aber jetzt nicht mehr. Sehr gut. Noam Wotley mit dem Sorgboot Pumpkinch. El Clasico, wie ich zu sagen pflege. Und da ist er. Let me help you grow. Chest tippet, ne? Oh mein Gott, der Dodge war so bad. Actually, nichts mehr, ne? Der Nautilus ist im River. Zornt mich. Ich kann vielleicht den Mitte kehren, aber. Der Liandris? Nee. Wait. Der Schild von Ivan rockt mein Liandris? Warum? Warum prockt das Schild von... Hä? Mitte missing? Der neuen Blue, der hat einen neuen Blue. Der Botside wieder reingehabbert. Die werden, glaube ich, Bot zu verdiven, ha? Ja, ich kann durch die Innen gerade kommen in unserem Jungle. Das ist schon sehr risky, guys. Weg. Boah, Leute, ey, das ist aber ganz schön anstrengend, das Game. Ey, warum sind denn die schon wieder so gut hier? Holle Molle, ey. Hoffentlich kriegen die Mid-Turret first, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube auch Noam Wotley überfährt mich doch einfach oben, oder? Ich bin sehr stark. Sehr, sehr stark. Jungle ist stark, wir sind alle stark. Oh mein Gott, sind wir stark. Yo, Noe, besten Dank, doch bin ich deutlich besser in League geworden. Bin zwar immer noch schlecht, aber egal. Ey. Schritt für Schritt. Lass dir da auch nicht reinreden. Was heißt schlecht, weißt du? Jeder muss mal irgendwo anfangen. Du solltest dir nicht reinreden lassen, dass du schlecht bist. Nur weil du vielleicht jetzt noch nicht so hoch in der Elo bist, weißt du? Schritt für Schritt. Wirst du besser und besser und besser werden. Und irgendwann spielst du bei den ganz Großen mit. Wenn du von Iron nach Bronze geclimbt bist, dann kannst du verdammt nochmal stolz sein auf dein Achievement da.
Und solltest auch stolz sein. Jeder Schritt hilft. Dass wir da auch nicht reinreden. Wir haben alle mal klein angefangen. Außer ich, ne? Ich war immer der Beste. Fucking Loser, ey. So, wir können jetzt einmal ganz kurz hier den Fiendish Codex ausbauen und dann gehen wir Richtung Horizon Focus. Da war im Übrigen ein Scherz, ne? Sehr, sehr spannendes Game. Wir haben ein gutes Team. Ich selber spiele, aber ich bin immer zu langsam gerade bei allen Sachen. Allgemein bis jetzt noch nicht der Tag, den wir wollten. Spielerisch. Der Jace moved auch extrem gut, leider. Oh nein. Noam Wotli möchte unten reingehen. Ja, da ist ein Blue. Die haben hier irgendwo Vision, oder? Bestimmt. Kann gar nicht anders sein. Das ist jetzt unsere Level 11, Wolf. Dann sind wir ein starker Käfer. Der Blue noch lang genug da zum Aussammeln? Also, ja. Wir haben jetzt das größte Problem für uns ist Sidelane. Weil keiner von uns kann gut Sidelane, also muss ich Sidelane. Und Sidelane ist sehr, sehr schlecht auf Vilkos. Aber wir kriegen das. Okay, let's do it. Wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Wollte den Ken-Minion da nicht. Unten ist gone. Besser spielen können noch. Kann man schon sehen. Oh no, das hätte er auch besser spielen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mechanisch, ich weiß nicht, wer das ist, der Jace, aber ich finde, der spielt mechanisch sehr, sehr beeindruckend. Er spielt ja bloß einen relativ useless Champion. Aber der ist echt gut mechanisch, der Kerl. Ja, wir wollen wahrscheinlich dann auch Drakes haben, relativ zeitnah. Warum nimmst du manche Kens und manche nicht? Ich persönlich bin der Meinung, dass Kennens haben auch Gefühle, Kennens haben Daseinsberechtigung und ich habe ein Herz für Kennen-Minions. Die sind da draußen und jeder will sie haben. Ne? Jeder will sie abholen, jeder will sie umbringen. Und keiner denkt mal, oh, die Kennen-Minions, die haben aber auch Gefühle. Ne? Und ich persönlich sehe mich da in der Pflicht, auch mal für die Kennen-Minions da zu sein. Wenn sonst auch schon keiner macht. Ein Herz für Ken, die neue Petition von Frederik H. Den kann ich wahrscheinlich noch nicht one-hitten. Komischen Frosch. Sehr gut. Hm.
Was kennen wir denn? Stirbt doch so oder so. Jetzt mach meine komplett bescheuerte Logik nicht kaputt, bitte. Ich muss ja irgendeine Ausrede muss ich doch dafür haben, dass ich die Ken-Minions nicht treffe. Kann ich Nation weiter sollen? Was ich denn? Wir sollten einfach abbrechen und für Drake spielen. Noch ein bisschen Matsch, ja. Ich kann mir gerade nichts kaufen, also wir können noch auf der Karte stehen hier. Kannst du dann die nächsten drei Ken-Minions droppen? Nee, es haben nur manche Ken-Minions verdient, nicht von mir gelastet zu werden. Wenn du so weise wärst wie ich, würde das Sinn machen für dich, ne? Aber du bist leider nicht aktiviert, ne? Du bist noch nicht aktiviert. Ja, genau so läuft das nämlich. Wie sagen diese Schwurbler immer? Wach auf, du Wachschaf oder sowas. Ist halt nicht so dieser typische Schwurbler-Ansatz. Oh, jetzt hat er eine Menge Ults. Von dem blauen Verstärkungszauber hier abholen. Dann können wir da Mitte klären. Was ich gerade merke, ist, dass ich verdammt nochmal ziemlich Hunger habe, muss ich sagen. Habt ihr auch gerade zufällig Hunger? Ich habe irgendwie gefühlt immer Hunger. Das ist so ein bisschen meine Superkraft. Also wenn ich mir so andere Superhelden anschaue, dann wirkt meine Superkraft immer relativ nutzlos. Besser als die von Captain Einsicht. Ist das nicht der aus South Park, der immer so rumfliegt und denen danach sagt, was sie hätten machen sollen? Ich schicke keiner von der Kerl. Oh mein Gott. Advien! Ja, parat. Dieser Verrat, ne? Ich meine, er kann überhaupt nichts dafür. Ich hätte einfach viel früher flitten können. Also, der kann natürlich nichts dafür. Ich muss sagen, bei dem sieht Ivan echt nicht useless aus, bei dem Mufarius. Das ist auch das beste Ivan-OTP, das wir haben. Boah, ich spiele heute echt langsam. Wir müssen echt aufpassen, was für Champions wir spielen. Wir müssen richtige so Slow-Champions für den alten Mann müssen wir heute auspacken, glaube ich. Heute brauchen wir ganz dringend alte Mann-Champions. Die Vigors, die Velkosse, ne? Vielleicht einen Corki nachher, mal genüsslich ein paar Phosphorbomben werfen. Der ist besser als das toxische Ivan-OTP. Ja, das toxische Ivan-OTP ist aber schon lange keine Heilung mehr. Ehrlicherweise. Ryze, der ist doch alt. Ja, aber Ryze ist, also, der ist zwar ein alter Champion, aber der erfordert keinen alten Mann, der ihn spielt. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich hätte vielleicht mehr essen sollen. Meinte, ich habe die einzigen Kalorien, die ich unten habe, sind Salzbrezeln. Soll ich mir ein paar Salzbrezeln holen nach dem Game? Ich habe noch ungefähr 10 Salzbrezeln, habe ich noch. Ja.
Oh nein, nicht Polish. Komm, Team! Das ist actually die einzige Art und Weise, wie wir noch verlieren können. Isoliert in die reinlaufen. Jetzt hätte ich den Bot-Turret nehmen können, ne? Huh? Yes, aber man muss natürlich auch dazu sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich, also der Vel'Koz-Split-Push nicht so gefürchtet ist, normalerweise. Doch, da reicht mein Damage leider noch nicht ganz, du. Der auf Albern. Durelias? Okay, okay, okay. Der bufft einen einfach die ganze Zeit, oder was? Aber für den Drake spielen, ne? Ja. Gibt mir der da AP mit? Ja, ne? Die ganze Zeit. Wir kriegen jetzt so viel Farm, aber ich habe trotzdem 200 CS. Ist unser Jon gerade in 4 Leute reingeultet und ist fucking full life danach mit Ivan Schill. Sag mal, was ist denn da los, ey? Das ist ja insane. Er gibt mir die ganze Zeit 40 AP mit Stuff of Flowing Water. Oh, nice. Irgendwie habe ich nichts gemacht die Runde, aber wir haben gewonnen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Jon, wenn ich gegen den spiele. Gegen Mr. Polish mit, der jetzt 2 Games echt sehr, sehr hart won, wie neint. Da bin ich sehr, sehr, sehr hart won, wie neint. Wobei, das Game, würde ich sagen, geht auf Ivans Kappe. Also, er hat ein wahnsinnig gutes Game gespielt. Ja, wirklich ein wahnsinnig gutes Game gespielt, Auch noch mal den Burschen Mofarius, Absolute Legende. So, jetzt können wir als nächstes hier... Ich brauche unbedingt die Salzbrezeln, Leute. Ich mache jetzt gleich kurz das Video an. Na?